Hallo du, wir sind wieder zurück in die Sims 4 und wir gucken gerade, wie das hier so ist mit der Wärme und so weiter. Kann man das irgendwo sehen, wie die Umgebung so ist? Ich meine, ihr scheint immer noch zu kalt zu sein, oder? Und hier ist noch gar nicht geschnallt, dass hier jetzt hier ein Haus ist oder so. Die hauchen nicht mehr. Scheint jetzt warm zu sein. Ja, so haben wir eben auf die Schnelle mal sozusagen aus dem Teil geschlossene Räume gemacht. Und irgendwie ist es doch gemütlich. Ich hoffe, dass das Ding jetzt genug Umsatz bringt. 98, klar, wir haben viel, viel Verlust. Wir haben ja auch was gebaut. Ach, da geht's. Die sind schon fertig mit Essen. Die essen jetzt wohl auch schneller, glaube ich, ne? Hat mir da so ein, wie heißen die Dinger noch? Diese Dinger hier gemacht, diese Vorteilspunkte, haben wir das da eingesetzt? Bei schneller Essen, Motivationsrede, das haben wir gemacht. Hoffentlich bleibt das jetzt, habe ich zweimal bezahlen müssen. 1200, kann man jetzt eh nicht gucken. So, gucken wir mal durch, sie ist ja auch da. Wow, da kannst du ja auch ein bisschen mitmachen. So, Tisch überprüfen. Den überprüfen wir auch mal. Wir wollen Geld haben hier, Mann. Freundlich vorstellen. Beziehungsweise Punkte. Geld sowieso. Geld wollen wir schon dreimal haben. Das muss wieder reinkommen, was wir jetzt ausgegeben haben. Das war echt heftig. Ich hoffe auch, dass das Ding jetzt mehr Umsatz macht. Es müssen noch mehr Gäste kommen. Das ist mir so wenig hier alles. Wir hatten ja auch mal 5 Sterne. Es ist schon was abgezogen worden. Ich denke, das liegt auch an der Kälte, die hier drin war. Wenn sich das jetzt rumspricht, dass wir jetzt hier das wärmer haben. Der zieht sich da wieder um. Da sehen wir das schon. Ja, ja, ich hab's gesehen. Achten wir mal auf die anderen, die gehen. Ob die sich umziehen? So, der ist auch fleißig. Ich denke, die arbeiten bestimmt lieber hier. Da hat erst überlegt, wo er das hinbringen soll, ne? Wir können das Ding auch hier hinten reinstellen, das geht natürlich auch. Das wäre auch eine Idee. Dann wäre das aus dem Bereich hier raus und die Tonne kann notfalls auch weg. Eine reicht doch. Der Schneemann geht gar nicht mehr weg hier, das gibt's doch nicht. Kann man gar nichts machen, dass man den verschwinden lässt? Ah. Den haben wir jetzt voll eingebaut hier mit dem Haus. Die haben es auch schön gemütlich. Haben die auch den Abzug, haben sie auch da oben, ne? Ja. Nicht, dass sie hier Probleme kriegen. Schade, dass man nicht noch mehr Köche einstellen kann. Es geht nur mit 2. Das hat sie jetzt gerade gelernt. Seltsam. Die kann sich ja mal einen Kaffeemarkt verbessern. Können wir das Ding nicht mehr. Kaffee? Trinkst du mal einen Kaffee? Hier ist die Tür. Ich überlege gerade, ob man nicht das Ding hier hinten entstellen kann, was ja nicht geht. Da ist ja die Tür. Hm. Sie muss auch pieseln. Sie geht da auch mit drauf? Sie geht bei den Männern drauf? Was ist denn da los? Was geht denn da ab? Was hast du denn da eben gemacht? Wieso gehst du denn da bei den Männern drauf? Wenn sie aufs Töpfchen muss, da hat sie wohl vertan, wa? Da drüben ist für Mädchen. Also wirklich. Kommen immer noch Gäste hier rein? So, neun Gäste haben wir bedient. 1000 Punkte. Jetzt gucken wir mal nach Umsatz. 431 machen immer noch ein Minus.
Ausstehende Gehälter sind zu hoch. Ach, Mann, du. Mann, Mann, Mann. Wir haben auch eine andere. Speisekarte, ein Restaurant. Speisekarte haben wir jetzt eine andere. Mal gucken, wie die so läuft. Ist wieder alles auf 1. Machen wir mal einen Branch. Gucken wir mal nach. Stellen wir die mal auf Branch. Wir mal gucken, ob da ein bisschen mehr Geld reinkommt. Oh nein. Jetzt fangen die auch noch an. Das sind Profis. Überprüfen wir ihn mal. So, Motivationsreden halten. Zumindest haben sie es jetzt schön kuschelig warm hier drin. Die Tür benutzen wie keiner. Doch. Gerade eben gesagt, da geht die Tür auf. Welch ein Zufall. Lass mal, bleib doch mal stehen. Du bewegst dich zu schnell. Wollte ich doch begrüßen, aber das haben wir schon. Ja, die essen hier. Ja. Hey, was macht Vavi hier? Ach, du glaubst nicht, den haben wir mitgebracht. Dann sollte sie mal sich um den Hund kümmern. Dann muss er mal wieder baden und so. Können wir aber hier nicht. Wir haben hier nichts. Futter hat er da. Tausend. Da kommt jetzt Geld rein. Also, normal haben die doch was drauf. Eigentlich müsste es doch funktionieren. Die Bewertung steigt jetzt auch wieder. Sehr gut. Mann, das ist echt schlimm. Das ist echt ein Problem, wenn hier kein Geld reinkommt. Eigentlich dürfen Hunde hier gar nicht rein, aber ne, wir machen es einfach mal. So, wir gucken mal nach dem Personal, wie das hier aussieht. Zufrieden, sehr zufrieden. Ja, die kriegen ja auch gut bezahlt hier alle. Sehr zufrieden. Ja, sind alle sehr zufrieden. Super Gehälter, aber wir machen Minus. Das Ding wirft einfach nicht genug ab. Ich fürchte, wir müssen noch teurere Speisen anbieten. Ich versuch's mal mit dieser und werde nächsten Tag die Speisekarte erhöhen. Also die Qualität, also die Speisen werden teurer. Normal müssen sie es doch hinkriegen. Die sind doch, das sind doch Profiköche. Können wir doch richtig hochsetzen. Das Essen. Aber ich muss immer einen Tag ausprobieren, einen Tag warten. Es ist kein Luxusding, ne? Man sieht es auch an den Fenstern, die sind ja so groß, aber es ist halt. Ja, es ist ein Imbiss. Ein gemütliches, warmes. Ah ja, Tiererziehung, Stufe 2. Der Bruder Leo ist ja schon weiter. 8 Stunden. Wir haben immer noch geöffnet, ist ja richtig. Oh, ist er schon wieder? Traurig, wir müssen noch mehr spielen mit ihm. Wieso geht denn das nicht? Bürst ihn mal. Oh, da dürfen aber keine Hunde rein. Eine Hunde in der Küche? Oh, wei. So, aufschließen, Zutritt gestatten für bestimmte Personen, Sims sperren. Kann ich nicht, Hund, kann ich nicht anklicken, ne? Nicht da.
Tür abschließen für alle Hunde. Aber jetzt kommt er nicht mehr raus. Ach. Jetzt gehen wieder alle rauf. Für bestimmte zum Schwärmen. Machen wir näher. Wenn er raus ist. Müssen wir aufpassen, sonst gehen die Gäste wieder rein. So, jetzt wird er erstmal gebürstet. Und schon laufen sie wieder rein, ja. Kommt jetzt raus hier, mit dem Hund. So, jetzt ruf ihn. Ja, so, jetzt schnell zumachen. Abschließend für jeden außer Familienmitglieder, jeden außer Angestellte. So, abschließend für alle Hunde und alle Katzen. Abschließend für alle Katzen, alle Tiere sogar. Machen wir das. So, was ist, wenn ich die Heizung jetzt wieder runterstelle? Kühler. Jetzt kommen die anderen nicht mehr raus. Selber schuld. Die werden nie wieder rauskommen. Doch, ich werde noch mal kurz umschalten, dass ich wieder rauskomme, denn wenn wir hier schließen, dann werden wir es wieder dicht machen, dass die Hunde draußen bleiben und die Leute. Was rennen die alle in die Küche rein? Das gibt's ja aber nicht. Wir haben Minus gemacht heute. Aber ich warte ab. Jetzt warten wir echt einen Tag ab und gucken und werden das, wenn die Speisekarte nach oben ziehen, also von den Preisen her und so weiter. Und jetzt machen wir zu. 140 Mieser heute gemacht. So, stellen wir sie mal wieder hin. Und dann gehen Lotte, geht er nach Hause. 15 Leute bedient, Speiseumsatz 1700 haben wir gemacht. Woran lag das, dass wir Minus gemacht haben? Gehälter waren sehr hoch. 1700 haben wir mit der Speisegrad verdient, 1800. Wir müssen, ja, definitiv, wir sehen es ja, ne? Wir müssen die Speisekarte erhöhen. Also die Preise und so weiter. Moment, 300% haben wir schon. Ich würde sagen, damit wir nicht wirklich pleite gehen, werde ich nächstes Mal richtig hoch machen, die Speisekarte. Also würde ich sagen, können wir jetzt schon mal machen. Italienisch, Meeresfrucht, experimentell. Ich guck mal, ich probiere mal aus. Welche Stufe haben wir hier? 1 bis 5. 5 ist auch dabei. Boah, sieht schön aus. Das sieht, sind tolle Sachen hier. Wäre mal interessant. Experimentell haben wir jetzt mal gewählt. Das lasse ich mal für den nächsten Tag. Den Betrieb verkaufen, das kann man ja auch ruckzuck machen. Machen wir jetzt aber nicht. So, wir gucken mal. Müssen wir hier noch was tun? Die kommen jetzt nicht raus. Doch, die sind rausgekommen. Hat schon mal nicht geklappt. So. Tür abschließend für... Zutritt gestatten für... So kann man sie auch mal. Nur für Angestellte. Sie können ja dann trotzdem rein, weil ihr ja der Laden gehört. Deswegen ist ja egal. Die unterhalten sich gerade so schön. Aber sie ist auch schon ziemlich fertig, oder? Sie ist total müde. Dann schicken wir sie mal nach Hause. Und sie auch. Der Hund kommt mit. Zumindest sollte er das. Ui, sie schreibt sich noch was auf. Ui. Die Dinger gehen immer nur abends an, oder weil wir hier... die Klimaanlage ausgeschalten haben, weil wir sie kühler gestellt haben. Das wird zu teuer. Gut. Boah, wie muss aber auch nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Das schalten wir einfach hier um.
Und da muss Wavi auch mitkommen. Der kann ja nicht da bleiben, das geht doch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, was uns zu Hause erwartet. Da sind wir. Und es schneit immer noch. Wir haben jetzt Dienstag. Doch, Bobby, du musst mal gebadet werden. Das machen wir jetzt auch mal. Aha, Gibsy. Ja. War so schön, einen Hund zu haben, ne? Das ist toll. Da kommt eine Rechnung. Die wir nicht bezahlen können, oder? 3000, habe ich das richtig gesehen? 6, was? Doch nicht im Ernst, was? Die Heizung kostet uns 6000 und ich habe hier so viel Geld ausgegeben für fürs Bauen und so, für die Kneipe da. Wir haben ein Problem, Leute. Wir müssen Geld scheffeln. Ach, du glaubst es nicht, Tom. Das 6000? Ich habe mit 3000 gerechnet. Oh nein. Naja, dann müsste ich im schlimmsten Fall echt ein Geschäft verkaufen. Wieso macht das Ding denn kein Plus? Das darf doch nicht wahr sein. Muss ja auch mal Plus machen, muss Gewinn machen. So, ist sie gerade im Schlafen? Ja. Dienstag, 21 Uhr. Jetzt sollte aber mal Leo langsam schlafen gehen, was? Also, der ist so schön am Essen, ich lasse ihn mal in Ruhe. So, wir müssen Bilder verkaufen. Geh mal Bilder malen. Hä, wer hat denn jetzt eigentlich? Das Bild. Überall hat jemand ein Bild angefangen. Sie hat überall angefangen, was? Hm, nee, da auch nicht. Malt Leo auch schon? Keine Ahnung, seltsam. Ach, den soll er einfach verwerfen und dann schreibt. Dann malt er ein neues. So. Pop Art, eine Vorlage, Inventar platzieren. So. Da kann er malen. Ich fürchte, uns ist die Heizung abgestellt, wa? Oh, das ist ja zu teuer hier. Wir haben die Heizung auch zu hoch gestellt. Kein Wunder, dass wir so viel bezahlen. Nee, der macht das nicht. Lass mir ihm das mal machen. Leo kann das auch machen. Der darf das nicht. Ja, wer dann? Dann macht sie das halt. Nein, sie geht gleich schlafen. Wird sie erstmal die Heizung einstellen. Sie geht nach draußen? Was? Was? Was passiert da denn? Nein! Hört auf! Macht das nicht! Hallo? Die grünen Männchen waren da. Was gibt's denn hier noch alles? Ich dachte, was passiert da denn jetzt? Jemand muss die Heizung niedriger stellen. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch wichtig. Und jetzt ist sie weg oder was? Kommt sie nicht mehr wieder? So, muss ja erstmal schnell die Heizung umstellen. Also 6000 ist ja Wahnsinn. Wir haben die ganze Zeit hochgestellt. So, da kann er weitermalen. Ah, das ist ja ein Ding. Und nu? Wo ist sie denn jetzt? Sie kommt wieder irgendwann. Was passiert da denn? Na, das werden wir gleich sehen. Die kommt ja wieder. Die sind am Pennen, die kümmern sich gar nicht. Hundi geht's auch gut. Oh, andauernd diese Bugs sind schade, ne? Dass die Leute, die Sims und auch die Hunde immer so aufploppen und wieder verschwinden. Und das ist schon komisch. Ein bisschen viel heute irgendwie. Ist ein bisschen schade. Tja, die können wir leider nicht mehr aufsammeln. Schade. Die Rosen da. Die haben sie hingelegt und wir haben keine Rechte darauf. Wir dürfen das nicht.
Dann grabe da mal. Bisschen Hygiene, bisschen Wasser ins Gesicht spritzen, dann hat sie wieder gute Laune. Gut, dann geh mal graben. Sie kommt scheinbar auch bald wieder. Das kann man eh nicht abbrechen, da bin ich mir sicher, wenn ich darauf drücken würde, würde nichts passieren. Wie soll man das denn abbrechen? Geht ja auch gar nicht. Eine Zeitkapsel hast du gefunden. Wie krass. Da gucken wir doch mal, was du da drin hast. Die Zeitkapsel hier. Dann öffne sie mal. Da. Oh, oh. Da kommt sie wieder. Das ist ja krass. Die ist müde. Sie ist entführt worden, ist wieder da und nun? Kriegt sie jetzt ein Baby oder was ist jetzt hier? Sie könnte übrigens mal ein bisschen joggen gehen. So ausgeschlafen ist sie eh noch nicht. Das ist ja ein Ding. Was ist denn da passiert? Das ist ja krass. Jetzt zeigt das Blaue nicht mehr rot. Sollen sich lieber alle Jacken anziehen, wenn sie frieren. Ja, irgendwie, die laufen immer da hoch und dann wieder runter. Wir müssten irgendwo eine kleine Treppe anbringen vielleicht. Aber wir haben kein Geld. Wir müssen noch eine 6000 Euro Rechnung bezahlen. Ein Hopper? Was ist denn ein Hopper? Paprika ist kein Hopper. Kartoffeln, Zwiebeln, sag ja, das könnte man alles mal. Das ist ein Hopper. Gewöhnlich. Stell mal irgendwo hin. Ich will mal gucken. Ist irgendeine Figur. Behalten wir. Wenn wir nicht verkaufen oder so. Wo stellen wir das Ding denn hin? Das Bild hat er wohl auch schon fertig. Dann können wir das verkaufen. Das kann sie dann mal verkaufen. Dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Mann, 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 das ist ja echt schlecht. Tja. Dann mal mal. Mal mal noch ein Bild. Sie ist gerade so gut gelaunt. Und er muss auch noch ein Bild malen. Beziehungsweise am Buch weiterschreiben. Dann geh schnell aufs Töpfchen. Kann er nicht. Ist gerade besetzt. Das wollte er gerade Dummheiten machen. Er wollte eben gerade die Staffelei da besetzen. Sie ist auch fertig. Sie könnte duschen gehen. Sie ist wieder da. Und dann was essen. So, da hat sie schon zu tun. Oh, ich glaube, er sitzt das erste Mal da drauf. Der schläft jetzt gleich. Momo Wecken steht drauf. Das erste Mal sehe ich ihn da drauf. Oh, wie schön. Auf die Jagd schicken. Ist bestimmt auch gleich fertig mit dem Bild. Kann die überhaupt noch höhere Stufen haben? Ich meine, beim Malen, bei Kunst und so, die hat doch schon. Hat doch schon sehr hohe Stufen, ne? Die
Gitarre, Kochen, Logik, Malen. Stufe 7, ne, Stufe 10 geht, glaube ich, ne? Da kommen noch mehr Meisterwerke von ihr. Die hat ja schon einige gemalt. So, erst im Schreiben. Wieder nicht schreiben. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Der muss schreiben. So, die hat auch zu tun. Sie ist total müde. Sie wird jetzt schlafen gehen gleich. Nachdem sie mit Essen fertig ist. Da macht sie Haya. Tja, wurde sie von Außerirdischen entführt. Was das für Auswirkungen hat, das weiß ich noch gar nicht. Inspirierend. Sie könnte malen. Steht hier drauf gerade. Dann mal doch mal was. Abstrakt. Impression. Sie können alles malen, ja. Krass. Das müssen wir ausnutzen, bevor sie schlafen geht. So, sie hat gerade mit dem Hund zu tun. Das Bild fortsetzen. Nein. Vorsicht, was habe ich jetzt wieder angeklickt? Wo ist denn das Geschenk? Reagier mal auf das Geschenk. Da ist es. Öffne das mal. Was haben wir denn da? Bulenturn? Was sind das alles für komische Dinger? Ich weiß gar nicht, was Bulenturn ist. Ist das eine Blume? Kann man das essen? Was ist das? Gewöhnlich. So, sollst du mal in die Welt platzieren? Danach kannst du essen oder sonst was. Kannst du in dein Inventar hinpacken, dein Essen. Ich finde das toll mit dem Essen, was sie da, wie sie das geregelt haben. Hat sie es jetzt schon hingepackt oder wie? Jetzt ist es weg. Ach nee, sie steht davor. Dann holen wir das mal weg. Und packen das. Weiß auch nicht. Die Schränke werden langsam voll. Einfach mal dahin auf dem Boden da. So. Dann gucken wir mal, was macht denn Frau Hoppe? Die ist noch am Malen. Oh, die ist bestimmt bald fertig. Wir lassen sie mal zu Ende malen. Noch hat sie ein bisschen Energie. Na gut. Ui, Leute hat auch ein Meisterwerk gemalt, aber ich muss leider sagen, wir werden es wohl verkaufen müssen. Alle Meisterwerke wohl. Das ist schade, aber wir kommen sonst nicht zu Geld. 536, ja. Wie gesagt, mehr Geld gibt's nicht. Sie muss es verkaufen, geht nicht anders. Das ist es, was wir letztendlich machen müssen. Die Meisterwerke verkaufen, damit wir nicht bankrott gehen. Schade. Aber irgendwann malen sie wieder Meisterwerke. Irgendwann, wenn sie ganz viele Bilder malen. Und dann hängen wir sie alle wieder auf. Es geht nicht anders. Traurige Arbeit ansehen. Das ist 800. Wir haben die alle verkauft. Das ist schön. Das könnte man echt behalten. Das irgendwie auch. Doch, ich behalte erstmal. Es sei denn, ich muss wirklich ganz schnell die Rechnung bezahlen, wenn ich hier eine Abmahnung bekomme oder irgendwas. Ich habe ja mal eine Woche Zeit und wir haben jetzt Mittwoch. Wenn wir uns ranhalten, kriegen wir das Geld zusammen. Hat es fertig? Noch nicht ganz, aber fast.
Das Winterfest von 6 bis 2 Uhr haben wir jetzt. Ah ja. So, da kann sie das auch verkaufen. Sie hat auch gerade nichts zu tun. Ja, ich weiß, es ist selten, aber wir verkaufen es. Ich finde es jetzt nicht so hübsch, aber naja, ist Geschmackssache. So. Da kann sie gleich malen. Ah ja, das Bild hat sie fertig. Noch nicht. Komm, mal noch fertig. Du schaffst das noch. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du nicht aufhören? Wir müssen doch unsere Rechnung bezahlen. Wir sind sowieso pleite nach dem Rechnung bezahlen. Haben wir 0 Euro da. Das gibt's nicht, du. Also, ach nee. Dass die Geschäfte nichts abwerfen, ne? Ich will die jetzt nicht verkaufen irgendwie. So, jetzt hat es. Immer noch nicht. Sie hat einfach aufgehört. Sie hat keinen Bock mehr. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Diese Sturheit.